Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche ist das Unglück der Costa Concordia nun her. Die traurige Nachricht von heute, wieder konnte ein Passagier nur noch tot gefunden werden. Unsere Tagesthemen. Bergung der Opfer, die schwierige Arbeit der Taucher. Suche nach Siegern, der schmutzige Wahlkampf der Republikaner und Weg an die Spitze, Schalkes Sieg gegen Stuttgart. Nach dem Schiffbruch der Costa Concordia werden noch 20 Menschen, darunter 12 Deutsche, vermisst, nach denen Taucher, wann immer die Sicherheit es zulässt, suchen. Langsam aber stellt sich nun die Frage, wie lange die Suche noch gehen kann. Denn in den riesigen Tanks des Kreuzfahrers lagert giftiges Schweröl, das dringend abgepumpt werden muss, weil sonst eine Ölpest droht. Vermisstensuche und Abpumpen zugleich aber ist fast unmöglich, da das Öl durch das kalte Wasser zäh und dick geworden ist und erst einmal erwärmt werden muss. Und das wäre eine Gefahr für die Taucher. Eva Frisch und Mira Bartelmann berichten. Er war einer der ersten im überfluteten Schiffsbauch der Costa Concordia. Danilo Del Caro. Er taucht für die Küstenwache seit Tagen nach den vermissten Passagieren und Crewmitgliedern. Seine Hoffnung war, Überlebende zu finden, vielleicht in einer Luftblase. Aber dann barg er letzten Samstag nur 2 Tote. Die Bilder, erzählt er uns, wird er nicht vergessen. Das war eine Kreuzfahrt, die Menschen machten Ferien. Sie konnten nicht ahnen, dass so etwas passiert. So etwas lässt einen nicht unberührt. Man versucht ruhig zu bleiben und sie auf eine möglichst würdige Art aus dem Schiff herauszubringen. Aber es gibt immer noch Vermisste. Also macht sich Danilo Del Caro mit seinem Team heute wieder bereit, um zum Wrack hinauszufahren. Um die Sucharbeiten zu erleichtern, sprengen sich die Retter am Vormittag wieder einen neuen Weg ins Schiffsinnere frei. Sie suchen jetzt systematisch die möglichen Rettungswege ab, die die Menschen genommen haben könnten. Und sie werden fündig auf dem 5. Deck. Wieder sind es die Taucher der Küstenwache. Am Nachmittag gibt es erste Informationen. Es handelt sich um eine Frau und sie wurde im Heck des Schiffes an einem der Treffpunkte für die Evakuierung gefunden. Aber für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, denn noch nicht einmal die Nationalität der Toten ist bekannt. Heute Nachmittag haben sie Blumen mitgebracht, als sie die Küstenwache zum Wrack der Costa Concordia hinausfährt. Dem Ort, an dem ihre Liebsten immer noch vermutet werden. Zur gleichen Zeit sind die Taucher immer noch unterwegs, nicht nur im Schiff, sondern auch auf dem Meeresgrund. Dort finden sie Metallteile des Rumpfes, vom Aufprall verformt wie Knetmasse. Was man nicht sieht, auch Motoröl haben die Taucher ausmachen können. Die Umweltverschmutzung beginnt bereits. Dringend muss jetzt der Treibstoff aus dem Wrack abgepumpt werden. Wann diese Arbeiten beginnen, wird morgen entschieden. Aufrecht bis zum Tode. Das steht auf diesem Plakat eines syrischen Jungen. Und es ist schon bemerkenswert, wie standhaft jene Syrer bleiben, die seit Monaten gegen Präsident Assad protestieren. Obwohl dessen Polizei rücksichtslos niederschießt und verhaftet, obwohl das westliche Ausland tatenlos zuschaut und obwohl eine Beobachtermission der arabischen Nachbarländer bis jetzt nichts hat ändern können an diesem gewalttätigen Vorgehen des Regimes. Unser Korrespondent Thomas Aders hat heute einige dieser Beobachter auf ihrer Reise von Damaskus nach dem 60 Kilometer nördlich gelegenen Sabadani begleitet. Und dabei ist ihm etwas für die Arbeit von ausländischen Journalisten sehr Seltenes gelungen. Er konnte ohne jedwede Aufpasser im Nacken offen mit den Menschen sprechen, die unter Assad Todesängste leiden. Wenn es schlecht läuft, drehen wir wenigen Journalisten in Syrien das, was die Aufpasser uns sehen lassen. Wenn es gut läuft, dürfen wir die Beobachter der Arabischen Liga beobachten. Und dann gibt es seltene Tage wie heute, in denen wir irgendwann der Totalüberwachung völlig entkommen. Gemeinsamer Besuch in der noch bis Mittwoch umkämpften Stadt Sabadani. Die Beobachter erklären ihren Auftrag. Wir sind hierher gekommen, um dem syrischen Volk zu helfen und die Welt über die Wahrheit in diesem Lande zu informieren. Zuerst die Regierungssicht. Einige Einschüsse in Behördenwagen sollen uns beweisen, dass die Gegner der Regierung gesetzlose, waffenstarrende Rebellen sind. Und dann lassen wir die Aufpasser hinter uns und gelangen ins Viertel der Opposition. Hier beginnt das andere Syrien. Die Beobachter besuchen ein Wohnhaus, das in den 5-tägigen Kämpfen beschossen und schwer beschädigt worden ist. Auf dem Balkon schwere und schwerste Munition von Regierungsseite. Das Haus fast unbewohnbar.
der Vater verzweifelt. Nach der Detonation konnten wir mit unserem verletzten Kind nicht mal ins Krankenhaus gehen. Die Soldaten haben auf uns geschossen. Unten spontan haben sich Einwohner versammelt und fordern lautstark das Ende des Assad-Regimes. Nieder mit Bashar. Und dann bricht es aus den Menschen heraus. Endlich können sie ihre Erlebnisse erzählen. Sie haben mich 60 Tage inhaftiert und gefoltert und immer wieder geschlagen. Dann haben sie gesagt, du hast nichts angestellt. Sorry. Sie haben meinen Sohn angeschossen und mitgenommen. Aus seinem Körper ist Blut ausgetreten. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Ich muss das endlich wissen. Hier in Sabadani sind alle gegen das Regime, vom Kind bis zum alten Mann. Mit sowas schießen sie auf unsere Kinder. Warum? Nur weil wir für Freiheit sind. Und dann zeigen uns die Menschen das angebliche Arsenal, mit dem die syrischen Sicherheitskräfte gegen die eigene Bevölkerung kämpfen. Diese Kiste, sagen sie, beweise, dass russische Waffen benutzt werden. Rückfahrt an den verschneiten Hügeln entlang, dahinter liegt der Libanon, ein wunderbarer Flecken Erde. Es geht zurück nach Damaskus, in die Festung des Systems Assad. Einen Tag nach einer Serie von Anschlägen im Norden Nigerias steigt die Zahl der Toten weiter an. Die Kurznachricht mit Susanne Daubner. Nach neuesten Angaben wurden bei Explosionen in der Millionenstadt Kano mehr als 160 Menschen getötet. Zu den Attentaten bekannte sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Die Gewalt sei eine Vergeltung für die Verhaftungen ihrer Mitglieder. Etwa 20 Explosionen hatten Kano im Norden Nigerias in der vergangenen Nacht erschüttert. 8 Polizeiwachen und Regierungsgebäude in der Millionenstadt gingen in Flammen auf. Das mörderische Ausmaß der Anschlagsserie wurde erst im Laufe des Tages deutlich. Die Opferzahl wurde ständig nach oben korrigiert. Die Islamistensekte Boko Haram erklärte, sie habe auf die Weigerung des Staates reagiert, inhaftierte Mitglieder freizulassen. Vor einigen Tagen erst hatte ihr Anführer in einer Videobotschaft Nigerias christlichem Präsidenten verhöhnt und erklärt, Demokratie und Verfassung seien unislamisch. Bei Anschlägen gegen die christliche Minderheit im Norden Nigerias waren Weihnachten etwa 80 Menschen getötet worden. Seither mehren sich die Warnungen, dass Boko Haram das religiös gespaltene Land womöglich in einen Bürgerkrieg hineintreibe. In der Affäre um die Lobbyveranstaltung Nord-Süd-Dialog bleibt die niedersächsische Landesregierung unter Druck. Dabei geht es um mehrere tausend Euro, die das Land entgegen ersten Aussagen zu der privaten Veranstaltung beigesteuert hat für Servicepersonal und Geschenke an Besucher. Finanzminister Möllring fühlt sich von Olaf Gläsecker hintergangen, dem langjährigen Vertrauten des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Bundespräsidenten Wulff. Gläsecker wird im Zusammenhang mit der Veranstaltung Bestechlichkeit vorgeworfen. Im Berliner Regierungsviertel haben tausende Menschen einen Wandel in der Agrarpolitik gefordert. Sie wandten sich gegen die Massenaufzucht von Tieren und Gentechnik. Subventionen sollten an Ökologie und Tierschutz gekoppelt werden. Zu der Demonstration hatten mehr als 90 Organisationen aufgerufen. Die Verhandlungen über einen Schuldenschnitt für Griechenland ziehen sich in die Länge. Die Gespräche zwischen Regierung und dem Chefunterhändler des Internationalen Bankenverbandes De Lara in Athen wurden heute vorerst beendet, ohne offizielles Ergebnis. Im Mittelpunkt steht ein Forderungsverzicht privater Gläubiger von bis zu 70%. Athen setzt auf eine Einigung noch vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am Montag. Knapp ein Jahr nach dem Sturz von Machthaber Mubarak liegt in Ägypten das Ergebnis der ersten freien Parlamentswahl vor. Nach Angaben der Wahlkommission errang das Bündnis der Muslimbruderschaft 47% und die streng islamische Nur-Partei 24%. Damit haben islamische Kräfte etwa 2/3 der Parlamentssitze gewonnen. Übermorgen soll das Parlament erstmals zusammentreten. Im Kampf ums Weiße Haus kann sich US-Präsident Barack Obama momentan eigentlich ganz entspannt zurücklehnen und genüsslich beobachten, wie sich seine potenziellen Herausforderer selbst zerfleischen. Einer dieser beiden Republikaner könnte das Rennen machen. Der Multimillionär Mitt Romney oder der ehemalige Präsident des Abgeordnetenhauses Newt Gingrich. Die Abstimmung im Vorwahlkampf heute Nacht in South Carolina, wo sich seit über 20 Jahren immer der Präsidentschaftskandidat herauskristallisierte, könnte auch diesmal schon die Entscheidung bringen. Deshalb werden die besonders ekelhaften Tricks ausgepackt und die besonders fiesen Fallen aufgestellt.
Bei Gingrich heißt die Falle Frauen und Romney, so berichtet Klaus Scherer, fällt möglicherweise über seine dicke Brieftasche. Die Kaiman-Inseln in der Karibik. Hier mache man entweder Urlaub, berichten US-Medien, oder man verstecke Millionen vor dem Fiskus. Denn für beides sei der Inselstaat bekannt. Dann zeigen sie die Briefkastenfirma des Multimillionärs Mitt Romney. Der neueste Vorwurf an den bisherigen Frontmann der Republikaner. Und das, obwohl Romney auch im Inland nur einen Mini-Steuersatz bezahlt. Er dürfte etwa bei 15% liegen, musste er zuletzt einräumen, weigert sich aber noch immer, seine Steuerdaten auf den Tisch zu legen. Volkes Stimme dazu: Am besten, es zahlen alle nur 15% Steuern, heißt es hier, dann stünde Amerika gut da. Doch auch anonym bezahlte Fernsehspots attackieren ihn. Er unterstützt Abtreibungen, trauen sie ihm nicht. He can't be trusted. Echte Konservative haben seitdem ein Problem, denn keiner der Kandidaten überzeugt sie. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob ich wähle. Ich wollte Herman Cain, der stürzte über eine Affäre, dann Michelle Bachmann, aber die ist auch aus dem Rennen. Wie wir mittlerweile in Wahlen gehen, ist völlig verkorkst, schimpft er. Wer kommt denn gegen das große Geld noch an? Auch gegen den schillernden Gingrich wettern TV-Clips. Er schleppe mehr Ballast mit sich als jede Fluglinie. Zudem beklagt seine Ex-Frau offen, wie schamlos Gingrich sie betrogen habe. Zuletzt lag keiner der Rivalen mehr klar vorn. Die erwartete Vorentscheidung könnte also ausbleiben. Das ist die verrückteste Vorwahlsaison, die ich je erlebt habe, sagt uns dieser Parteistratege. Ich glaube, wir werden sie noch Jahre später untersuchen. Das könnte eine teure Studie werden, aber vielleicht, so sagen Spötter, findet sich hier eine Firma in der Karibik, die sie bezahlt. Seit gestern spielt die Fußball-Bundesliga wieder. Bayern München verlor gleich mal gegen Mönchengladbach und heute macht Schalke 04 das, was nicht nur in der Sportsprache die Gunst der Stunde nutzen heißt. Andreas Kecke. Ja, das haben sie auch noch eiskalt und souverän getan, die Königsblauen, dank ihres 12. Saisonsieges. 3:1 hieß es am Ende gegen den VfB Stuttgart. Und das bedeutet erstens gelungene Revanche für die höchste Saisonpleite bis dato, das 0:3 in der Hinrunde gegen die Schwaben. Und zweitens, noch viel wichtiger, nach Punkten liegen die Schalker jetzt schon gleich auf mit dem Spitzenreiter aus München. Als für die Schalker läuft es bislang für den VfL Wolfsburg. Und damit sich das schnellstens ändert, hat Felix Magath die Winterpause ja wieder zum Großeinkauf genutzt. Für stolze 30 Millionen Euro wurden gleich 8 neue Spieler geholt. Den Start in die Rückrunde aber, den rettete dem VfL heute ausgerechnet ein Stürmer zum Nulltarif sozusagen. Einer, der letzte Saison noch für die zweite Mannschaft aufgelaufen ist. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim gegen Hannover 0:0, Nürnberg schlägt Berlin 2:0, Freiburg gewinnt gegen Augsburg 1:0 und keine Tore im Spiel Kaiserslautern gegen Bremen. Bereits gestern das Gladbacher 3:1 ja über die Bayern, morgen dann empfängt der HSV den Meister aus Dortmund und Leverkusen hat Mainz zu Gast. Die Tabelle: Die Bayern punktgleich mit den zweitplatzierten Schalkern, an der Spitze dahinter Gladbach, Dortmund und Bremen. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Stuttgart, dann Köln, Nürnberg und Berlin. In der Abstiegszone im Moment Kaiserslautern, Freiburg und Schlusslicht Augsburg. Mit einem Unentschieden gegen Gastgeber Serbien sind die deutschen Handballer in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet. Und das, muss man sagen, hochverdient nach einer wirklich beeindruckenden Aufholjagd. In letzter Sekunde hat die deutsche Mannschaft gegen Serbien ein 21:21 und damit die Chance aufs Halbfinale gerettet. Die deutsche Mannschaft zu Beginn mit großen Problemen, liegt vor 20.000 Zuschauern schnell mit 0:4 hinten. Das Team von Bundestrainer Heuberger wirft ganze 2 Tore in den ersten 12 Minuten, steigert sich dann aber und kommt durch Grotzki bis auf ein Tor heran. Zur Pause aber liegen die Serben mit 12:7 vorne im Hexenkessel von Belgrad. Das deutsche Team kämpft sich in der zweiten Halbzeit wieder ran, kommt 10 Minuten vor Schluss sogar zum Ausgleich. 8 Sekunden vor dem Abpfiff wechselt Deutschland beim Stand von 20:21 Christoffersen als 7. Feldspieler ein. Und der Berliner erzielt den umjubelten Treffer zum 21:21 Endstand.
Die deutschen Rodler haben sich heute nicht wirklich als spendable Gastgeber präsentiert. Gleich die ersten 5 Plätze beim Weltcup in Winterberg gingen an einheimische Sportler. Es gewann Olympiasieger Felix Loch vor Ralf Palik. Und auch im Doppelsitzer gab es einen deutschen Sieg, der dritte in dieser Saison für das Duo Tobias Wendel-Tobias Alt. Andreas Birnbacher triumphiert beim Biathlon-Massenstart im italienischen Antolz. Nach nur einem Fehler bei 20 Schüssen am Schießstand ist Birnbacher in einer Spitzengruppe mit 5 Läufern. Es entwickelt sich ein dramatisches Finish. Unwiderstehlich zieht er den Zielsprint aus der führenden Position an und ist am Ende der Stärkste. Der Schlechinger holt sich seinen dritten Saisonsieg vor dem Russen Anton Schipulin und Martin Foucault aus Frankreich. Eine fantastische Leistung von Andreas Birnbacher. Mit 16 Jahren einmal rund um die Welt, alleine im Segelboot. Mit ihrer Yacht Guppy erreichte die Niederländerin Laura Decker nach einem Jahr auf dem Meer heute den Hafen auf der Insel St. Martin in der Karibik und ist damit die jüngste Weltumseglerin. Tja, in der Karibik sind gerade knappe 30 Grad. Bei uns gibt es morgen im Flachland Regen, im Gebirge eine Masse Schnee. Mehr gleich dazu von Sven Plöger. Die nächste Tagesschau meldet sich um 1.50 Uhr und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.